Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Randomizer. Beim letzten Mal sind wir durch Nebel gelaufen. Hauptsächlich. Und das war ganz toll. Ich habe mich enorm gefreut. Diesmal wollen wir diese Stadt dann endlich hinter uns lassen und mal auf Route 210 vorbeischauen. Hier können wir direkt erstmal Beeren einsammeln. Wie diese Asperbeere und diese Asperbeere. Und hier noch das Raspberries hier. Ja, das ist noch eine Raspberry. Raspberry und das hier ist eine Pineapple-Berry. Gut, haben wir wieder ein paar Sachen abpflanzen können. Dann brauchen wir hier für Fahrrad. Direkt mal überschossen. Das Ganze. Bis ein Trainer. Naja, aber du gibst uns eine TM. Damit kann ich leben. Müssen wir erstmal schauen, was TM 51 denn überhaupt ist. TM 51 ist Discharge. Wir kriegen tatsächlich sinnvolle TMs. Ich bin schwer überrascht. Und Nikolas kann es lernen. Das ist sogar noch besser. Jetzt haben wir natürlich schon Zapcannon beigebracht. Aber können wir Donnerschock vergessen, ist schon okay. Aber jetzt sollte Nikolas eigentlich nicht mehr großartig was lernen müssen. Er hat eigentlich so ziemlich alles, was er braucht. Du bist auch kein Trainer. Was ist das denn? Ganz komisch. Die Leute, die alle keine Trainer sind. Na, dafür haben wir direkt einen Doppelkampf. Da sind schon mal Matt und Ava. Okay. Mom und Pop. Stu und Nick. Ah ja. Nur Rubberfett. Der ist nicht gut. Ich mag Rubberfett nicht. Dämliche Wien genau. Da können wir direkt mal. Oh ja, Discharge geht auf alles. Dann können wir erstmal schauen, dass wir das Licky Licky loswerden. Bevor wir uns an das Wuin genau machen. Das ist jetzt auch der Stammverein. Wuin genau mit dem Konter. Dann können wir mal Ruckzuck Heap auf das Wuin genau einsetzen. Das macht nicht viel Schaden, aber das Licky Licky ist erledigt. Ne, ist es nicht. Hatte ich jetzt fest mitgerechnet. Gut, diese Mal hat er Mirror Code eingesetzt. Sehr schön, so macht er uns zumindest keinen Schaden. Jetzt sollte das Licky Licky aber gleich erledigt sein, wenn wir es getackelt haben. Einmal Tackle drauf. So. Gut. Na, Destiny Bond. Deshalb mag ich die Wuin genau nicht. Versuchen wir es mal mit Zapcannon. Und wir sollten es nicht mit Zapcannon versuchen. Discharge aber auch nicht. Jetzt mal Zerschneider ein und dann fangen wir mal an, Floppy zu buffen. Damit er gleich ein bisschen mehr Schaden machen kann. Jetzt das Safeguard ein. Jetzt können wir mal Zapcannon versuchen. Versuchen wir Psystrahl. Natürlich ist Zapcannon dagegen daneben gegangen. Wäre auch zu einfach gewesen. Schon gleich zweimal im selben Kampf daneben gegangen. Ach, guter Crit Floppy. Floppy macht sich wirklich enorm gut. Das Wuin genau hat mir ein bisschen Sorge gelassen. Die brauchen eigentlich aktuell kein Defog mehr, glaube ich. Für die nächste Weile, von daher können wir mal Kalisto wieder zurück in eine Box packen und Satan dafür wieder mitnehmen. Das klingt nach einer besseren Idee. Als jetzt das Level 13 Noctu die ganze Zeit mit uns rumzuschleppen. Oh, Satan, komm mal her. Und dann bleibst du als unser Defog-Maskottchen da unten drin sitzen. Achso, haben wir noch gar nicht die gefangene Pokémon auf Items überprüft. Du hast nichts. Und ihr habt auch alle nichts, okay. Darfst gerne hin. Ich wollte dich eigentlich nur mal in der Zusammenfassung sehen. Unser Weißbrot. Nochmal. Ich mag Weißbrot.
So. Dann. Hätte ich auch direkt heilen können, wenn ich schon einmal Pokémon Center drin bin. Einmal eben heilen, bitte. Die ganzen Zap Cannon AP wieder zurückholen. Die hätte ich ganz gerne wieder. Dankeschön. So, jetzt aber. Jetzt aber raus hier. Nein, das ist dieses Grashorn als Radfahrer, das ich überhaupt nicht durch kann. Na, du bist ganz stolz auf deine Pokémon. Dann lass mir die Gelegenheit, sie zu verprügeln. Champion. Du hast einen Chinchou. Wie süß. Da bist du besonders stolz drauf. Ja, es hat Volt Absorb. Ich hab's mir schon gedacht. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte es aber ausprobieren. Es hat Volt Absorb. Dann holen wir stattdessen Jack raus. Dann lege ich Jack jetzt eben dieses Chinchou. Sollte ja nicht so schwer sein. Ein Rasierblatt. Und das war's. Marshall besiegt. Knapp 2000 Pokédollar mitgenommen. Dann können wir unser Level 26 Nikolas mal wieder ein bisschen weiter nach hinten packen. So. Was finden wir hier überhaupt im hohen Gras? Schauen wir doch mal. Schluckwuchs. Wir haben letztens noch Schluckwächs gefunden. Scheinen gerne in der Nähe voneinander rumzuhängen. Aber brauchen wir immer noch nicht. Dann hier Fahrrad hoch. Direkt den nächsten Doppelkampf. Was hat hier Schönes? Auch wieder nur zwei Pokémon, auch wieder nur zwei Pokémon. Junior und Senior. Ein Torterra und ein Quillfisch. Okay. Dann machen wir das mal auf das Quillfisch und im Süßstrahl auf das Torterra. Dann schauen wir mal, was so Schönes passiert. Das Quillfisch ist erledigt. Guter Crit, Satan. Na, mal schauen, was das Torterra jetzt noch so macht. Biss einsetzen. Okay. Das war alles weniger gefährlich, als ich befürchtet hatte. Und dann setzen wir mal Punishment drauf ein. Dann ist Torterra besiegt. So. Das war jetzt auch nicht so schwer. Mehr wilde Pokémon. Was haben wir diesmal hier? Mamoswine. Okay. Möchte ich aber auch nicht haben. Dankeschön. Dann sprechen wir mit dem Trainer. Was hast du uns denn so zu bieten? Scott? Scott hat einen Regice. Natürlich hat er. Warum sollte er auch keinen Regice haben? Hoffentlich explodiert es nicht. Das ist bei den Regis ja immer eine Gefahr. Er ist cursed auf jeden Fall. Und das hat alles nicht so richtig viel Schaden gemacht. Dämlich hohe Spezialverteidigung. Ist ja auch seine physische Verteidigung gebufft. Und am besten trotzdem Willi für raus. Und jetzt ist es explodiert. Für sowas hätte ich gerne ein Weißbrot dabei, aber das ist in der Bank. Und der ist es erfolgreich explodiert. Wenigstens kriegt Sata jetzt dafür Erfahrungspunkte, weil wir ausgetauscht haben. Immerhin. Gut, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Von daher holen wir Sata wieder raus. Das ist ein Dratini. Ach, wie süß. Da können wir wieder Earth Power drauf einsetzen. Schauen wir mal, wie viel das macht. Genug. Und das war alles, was Scott zu bieten hatte. Ein explodiertes Regice und ein Dratini. Ich meine, das ist nicht schlecht. Da ist die ganze Route auch schon wieder zu Ende. Das war kurz. Da war ja nicht viel. Na, du züchtest Pokémon.
Was hast du denn so schönes gezüchtet, Forrest? Metagross. Ich meine, für einen Anfänger ist das verdammt gut, Level 23 Metagross gezüchtet zu haben. Kann jeder von sich behaupten. Beecher. Oh, hat natürlich mit einem HP überlebt. Warum sollte es auch nicht mit einem HP überleben? Ja, das war trotzdem nicht weiter schwierig. Und gibt vor allem viele Erfahrungspunkte. Und dann hast du noch ein Dickdrie. Da holen wir mal Drake voraus. Und dann kann das Dickdrie nämlich ein bisschen nass machen. Natürlich setzt er erstmal Schaufler ein. So, schaufel du mal. Boah, natürlich kriegt er auch einen Crit. Warum denn auch nicht? Okay, Magnitude 4. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Genau deshalb ist Magnitude nicht das, der Riesen-Move. Wenn man dann plötzlich die 4 zieht und keinen Schaden macht. Ja, aber wenigstens haben wir den Kampf erfolgreich hinter uns gebracht. Okay, hier gibt's Milch. Und hier gibt's Antons. Anton! Anton! Die Antons wollen uns nicht durchlassen. Stehen ja wie so eine Blockade. Na, dann schauen wir doch mal, was es hier in der Milchbar so gibt. Scheinbar Trainer. Erstmal. Erstmal Trainer. Mit einem Parasekt. Okay. Für das Parasekt. Willi ist ja gerade K.O. Dann haben wir für das Parasekt Earth Power, schätze ich. Das hat deutlich weniger Schaden gemacht, als ich gehofft hatte. Aber die Spezialverteidigung ist runter. Spore. Dämliche 100% akkurater Schlafmove. Was ganz Fieses. Eine der nützlichsten Attacken im Spiel. Okay, jetzt Schlitzer ein. Dann setze ich Psystrahl ein. Und dann fällst du um. Gut. Zumindest sind Paras und Parasekt nicht besonders gut. Und da ist noch relativ schnell umzuhauen, dafür, dass sie Spore haben. Das ist ein sehr, sehr nützlicher Move. Man hat nicht oft die Gelegenheit, Gegner garantiert einzuschläfern. Dann holen wir uns mal Jack nach vorne. Der braucht noch Level 26. Und dann haben wir doch bestimmt irgendwo was zum Aufwecken. Hier haben wir was zum Aufwecken. Also Satan wieder aufwecken. So. Verkaufst du uns jetzt irgendwas? Nein. Du verkaufst uns aber was. Mumu-Milk. Die nehmen wir auch im Dutzend. Und dann in noch einem zweiten Dutzend. Dankeschön. Dafür ist Mumu-Milk zu gut, um sie nicht im Dutzend zu kaufen. Dann gib mir doch noch ein drittes Dutzend. Dankeschön. Ja, das reicht erstmal. Okay, hier haben wir jemanden, der Honig mag. Gehört, Honig mit Milch ist etwas, das Leute trinken. Der Kollege hat ein Swine ab. Okay. Das sollte eigentlich machbar sein. Ist ja nur ein Swine ab. Jo, das war sogar mit einem Schlag umgehauen. Ich hatte irgendwie fest mit Zweien gerechnet und dann irgendwie zwischendurch eingefroren zu werden oder so, so Kram. Das ist schon mal eine sehr kompetitive Kampfmilchbar. Okay, du hast einen Glutexo. Das finde ich jetzt nicht so gut. Dann tauschen wir mal aus. Wenn nicht, dass der arme Jack abgefackelt wird. Wäre sowieso nicht worden. Erstmal werden wir langsamer gemacht. Dann können wir Akku-Knarre einsetzen. Wir sollten wirklich so langsam mal Surfer kriegen. Das wäre schön, dann hätten wir endlich mal eine bessere Wasserattacke. Und damit ist Lady Scott auch besiegt.
Dann können wir Drake mal heilen. Der braucht das eigentlich gerade mal. Aber dafür brauchen wir nicht, eine von den Mumu-Milch zu verbrauchen. Dafür sind die zu gut. Wenn es mit 50 noch fast voll heilt. Ja, ich habe die Entons draußen gesehen. Die haben die ganze Kopfschmerzen. Oh. Ja, wir müssen leider warten, bis es denen besser geht. Okay, wir hätten uns nicht heilen müssen. Aber auch das kann ja keiner riechen. Hier irgendwo unsichtbare Items. Nö. Dann haben wir hier schon direkt Route 215 und es regnet. Hurra. Ich mag gefixtes Wetter auf Routen. Das ist so toll. Vor allem, wenn man vorhat, Feuer-Pokémon zu benutzen. Es ist schön, wenn es die ganze Zeit regnet. Na, schauen wir mal, was Joey denn für uns hat. Ich hatte gehofft, er hat einen Radfratz dabei. Hatte aber leider nicht. Dafür regnet es. Jetzt ein Pokémon mit Donner haben. Das einzig Gute an solchen Regenrouten. Dass wenn man ein Pokémon mit Donner hat, dass es dann deutlich besser ist als sonst. Weil es im Randomizer oft genug auch wieder für einen positive Effekte hat, weil irgendwelche Trainer damit Feuer-Pokémon hier rumstehen, die nichts tun können. Muss aber sehr wenig tun können. So, Jack hat Level 26 erreicht. Dann schauen wir mal, was es sonst noch hat. Ein Kecleon. Ich habe immer noch niemanden, der wirklich was mit Kecleons anfangen kann. Dann versuchen wir einfach mit Rasierblatt so viel Schaden wie möglich zu machen und ihn dann mit Takedown umzuhauen, sobald er dann ein Gras-Pokémon ist. Ja, Kecleons haben Psystrahl, da bin ich jetzt aber überhaupt nicht glücklich mit. Nur da sollte ich Rasierblatt nicht einsetzen, weil er jetzt gerade dagegen immun ist. Also einmal Takedown drauf. Jetzt ist er wieder ein Normaltyp. Dann setzt er wieder Psystrahl ein und dann können wir ihn mit Rasierblatt umhauen und dann hat sich die Sache gegessen. So, tschüss. Tschüss, Kecleon. War nicht schön, dich gekannt zu haben. Und das K.O. Und da wir einmal so einen schönen Vorsprung haben, an dem wir runterspringen können, nehmen wir eben den schnellen Weg wieder zurück zum Pokémon Center. Heilen nochmal Willi wieder voll, der zwar auf der nächsten Route nicht viel tun wird, weil er eben ein Feuertyp ist, aber ihn trotzdem Vollgehalt dabei zu haben, für den Fall, dass wir mal seinen Biss brauchen, kann ja auch nicht schaden. Na, falls die Gegner mal irgendwelche Psycho- oder Unlicht-Pokémon haben, wenn nicht Unlicht-Geist, kann es ja nicht schaden, Biss dabei zu haben. So, und jetzt wieder hier hin. Glücklicherweise ist es mit dem Fahrrad ja doch recht schnell, wieder hier hinzukommen. So, du rennst um diesen Pokéball rum, dann klauen wir den erstmal. Das sind nur Wise Glasses, also nichts Nützliches. Redest du bitte mit mir? Hey, hallo, danke. Und der möchte auch nicht gegen uns antreten, okay? Payback, okay. Noch eine weitere TM. Schauen wir mal, was TM66 in unserem Randomizer ist. TM66 ist Frenzy Plant. Okay. Und Jack kann Frenzy Plant lernen. Der Hyperstrahl für Pflanzentypen. Ich will nicht nur Pflanzenattacken auf ihm drauf haben. Ich möchte aber auch Rasierblatt nicht loswerden, weil ich möchte auch Schlafpuder nicht loswerden. Also wird es wohl Leech Seed sein müssen, leider. So sehr ich Egelsamen mag, ist Frenzy Plant einfach gerade nützlicher zu haben. Nein, nicht wirklich nützlicher zu haben, aber ich hätte es gerne. Für den theoretisch sehr hohen Angriff. Nur noch eine Perle gefunden, die wir mal verkaufen können. Und dann können wir hier mal wieder einen Baum aufschneiden, um ein Item zu bekommen. Aber erstmal müssen wir gegen diesen Trainer antreten. Hoffentlich war es das Item auch wert. Denn dieser Trainer wird es vermutlich nicht wert sein. Wie so oft. Cristiano. Das war schon automatisch nicht wert, wenn wir gegen Spiritomb antreten müssen. Ich mag Spiritomb nicht.
Okay, du hast Pressure, dann setzen wir Rasierblätter drauf. Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Weit davon entfernt, halben Schaden zu machen. Okay. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir aufwachen und setzen dann Frenzy Plant ein, sobald wir wach sind. Dream Eater, natürlich hat er Dream Eater. Warum sollte er auch nicht die Kombination dafür haben? Stimmt, der Dream Eater ist ja auch noch dann sehr effektiv, weil es aus irgendeinem Grund keine Geistattacke ist. Gut, dann setzen wir Willi ein. Er kann zwar mit Flammrad und Glut nicht viel machen, aber er hat auch noch Biss. So, lass das Spiritum bitte zurückschrecken. Dankeschön. Danke, danke. Sehr nett. Am besten direkt nochmal. Nee, aber Hypnose trifft natürlich auch direkt nochmal. Aber wenigstens kann der Dream Eater nicht einsetzen. Na, Willi schläft weiter. Ja, sobald wir aufwachen, ist er zumindest erledigt. Ach, das ist gut, dass wir hier zumindest Dream Eater nicht abkriegen können. Dann noch Shadow Sneak. Nichts Gefährliches. Jetzt wäre es schön, wenn wir irgendwann noch aufwachen. Na komm schon. Nochmal Shadow Sneak. Und wir schlafen weiter. Ach ja, Schlaf ist so eine tolle Statusveränderung. Yay, Willi ist aufgewacht. Wunderbar. Und nur noch zwei weitere Pokémon zu erledigen. Ein Relicanth. Das sollte auch ein schlafender Jack früher oder später erledigen können. Hoffe ich. So. Kriegen wir Magma-Knarre ab. Die machen natürlich mehr Schaden, als regnet. Aber trotzdem nicht viel Schaden. Zum Glück. Na, da komm schon, wach bitte auf, Jack. Erstmal noch eine Aquaknarre abkriegen. Wir sind aufgewacht. Und das war mal ein Relicanth, ziemlich sicher. Vielfach effektives Frenzy Plant hilft enorm. So, und es geht nicht weiter. Ja, dieser Trainer nimmt überhaupt keine Zeit ein. Du hast auch einen Ninjask. Okay. Dann kannst du das machen, schätze ich. Go, go, Drake. Gegen dieses Ninjask. Einmal Eiszahn drauf. Und ach, natürlich hat er überlebt. Immer so gerade eben, minimalst. Na gut, dann eben Biss drauf. Glücklicherweise hat Ninjas nicht vor, uns Schaden zu machen. Von daher ist das alles halb so wild, dass er nervig ist. So, und Cristiano ist besiegt. Wunderbar, Wattenkampf. Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Heilung für den guten Jack. Zack, besser. Und da kann Jack auch nach hinten, da er zwischen Level 27 ist, können wir mal Nikolas nach vorne packen. So, was hat sich das denn jetzt wesentlich gelohnt? Nein, überhaupt nicht. War klar. War ja eigentlich nicht anders zu erwarten. Was hast du für Pokémon? Bob. Bob hat einen Gorbis. Da freut sich Nikolas jetzt aber enorm darüber, dass das nur ein Gorbis ist. Aber Discharge. Und das war mal ein Gorbis. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Na, Nikolas hat Level 27 erreicht und wir kriegen jede Menge Geld. Na, das war sogar nicht ganz so viel. Aber es ist ja normalerweise nur ein Schwarzkurs. Die scheinen nicht so viele Pokédollar dabei zu haben. Trainertipps. Mehr Attacken sind entweder physisch oder spezial. Wahnsinn. Habe ich da noch nie von gehört.
So. Dann haben wir hier Patch. Oh, sogar zwei Patcher Berries. Und das sollen Oran Berries sein? Nein, das sind Bluck Berries. Okay. Sah ein bisschen aus wie Oran Berries. So. Dann schauen wir mal hier auf das Item. Eine Dreadplate für Unlichtattacken. Das ist nicht schlecht. Du kriegst aktuell Feuerangriff hoch. Ja, vielleicht benutzen wir die irgendwann mal. Ich meine, wir könnten es natürlich an statt dem Lucky Egg an Satan gehen, damit sein Punishment mehr Schaden macht, weil er dann ein Unlicht-Typ ist und das dann Stab-Schaden macht, aber ja, weil das die Attacke nur 5 AP hat, ist mir das nicht so richtig wert. Okay, das war scheinbar eine ganz sinnvolle Abkürzung. Aber wir haben ja auch noch gar keinen Encounter gesehen. Und es war bis jetzt auch nicht so schlimm, scheinbar. Wenn sie nur kleine Smoochimps gibt. So, tschüss Smoochim, dich brauchen wir wirklich nicht. Dann schauen wir mal, den nächsten Schwarzgurt so ein Pokémon hat. Und die ganzen Schwarzgurte hier alle im Regen rumstehen und trainieren. Leo hat ein Dratini. Genau deshalb wollte ich nicht nur Elektroattacken auf Nikolas drauf haben. Ich meine, nicht, dass der Schneider jetzt wirklich sinnvoll wäre. Oder Ruckzucki. Aber immerhin sind sie... Oh, Drachenwut. Natürlich sind wir bei der nächsten Drachenwut auch erledigt, weil wir immer noch keine 80 HP mit Nikolas haben. Von daher müssen wir austauschen. Dann holen wir Drake raus. Er sollte mit seinem Eisfang das zumindest in einer einzigen Attacke erledigen können. Noch eine Drachenwut. Es regnet weiter. So, jetzt aber. Gut. Hat auch getroffen. Kann ja immer mal daneben gehen, aber das hat getroffen. Gut, sehr schön. Dratini erledigt. Und es regnet weiter. Regice. Meine Güte. Noch eins davon. Willi, rette uns. Beziehungsweise, Willi kriegt wieder eine Explosion ins Gesicht. Ich sehe es schon kommen. So, Regice kriegt ein Flammenrad ab. Ja, man merkt, dass es regnet. Man merkt, dass es regnet. Das hätte nämlich sonst deutlich mehr Schaden gemacht. Jetzt hat er noch seine physische Verteidigung gebufft, das heißt, er macht jetzt noch weniger Schaden. Und da kommt die Explosion, damit ist Willi erledigt. Irgendwie haben wir das schon mal gesehen, ein Regice, das rauskommt, Fluch einsetzt und dann explodiert. So einfallsreich. Leider kriege ich jetzt keine Erfahrungspunkte dafür, weil wir nicht ausgetauscht haben. Und wir wissen natürlich nicht, was als nächstes kommt. Floppy, rette uns. Och, perfekt reingetauscht. Das sollte recht kurz werden. Ein Psy-Strahl drauf. Und ein Blaziken weniger. War aber nett, dass du es versucht hast. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit wir von der nächsten Stadt entfernt sind. Scheint noch ein Stück zu sein. Dann nehmen wir mal einen unserer Beleber auf Willi. Ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Weg wieder zurückzulatschen und dann den ganzen Weg wieder bis hierhin durch die Route durchlaufen zu müssen. Willi ein bisschen heilen. Und Nikolas ein bisschen heilen. Und Drake ein bisschen heilen. Oh, fallen sie alle nicht direkt bei der nächsten Drachenwut um. Dann schleichen wir hier mal durchs Gras. Um an das Item zu kommen. Finden noch mehr Smoochums. Hallo Smoochum. Und tschüss Smoochum. Dich will ich gar nicht sehen. So, aber was wird dieses fantastische Item sein? Das ist bestimmt total super. Ich würde sagen, erfahrt es beim nächsten Mal. Bis dahin. Aloha.